Matchmaking made by Wargaming. Ja, ratet mal, wo der Chieftain mal wieder gelandet ist. Rein zufälligerweise im Gegnerteam. Freunde, Wargaming ist und bleibt die beste Firma der Welt, weil immer wieder unfair Matchmaking made by Wargaming. Da haben wir den Flitzepanzer ja schon mal so gut wie Totikowski, Alter. Ja, der muss da abhauen, der Scout. Ja, linke Seite ist auch komplett schwach besetzt, wie man sieht. Der fährt viel zu weit vor. Ach ja, wie Sie sehen, sehen Sie schon zwei Leute von uns weggeplatzt. Ja, und der Chieftain hat schon seinen ersten Kill. Und auf Wadi hat man keinerlei Möglichkeiten, sich zu tarnen, mehr oder weniger. Ne? Bist ja hier die ganze Zeit auf offener Fläche unterwegs. Deren Scout ist schon hier in der Buschreihe. Ja. Ja! Unsere Arti steht mal wieder an der Front. Wow. Wow. Wie hat der das denn geschafft, bis hier vorzufahren, Alter? Was geht denn hier ab? Ja, schön, dass hier keiner eingeaimt ist. Finde ich gut. Ist schon eine schwierige Map und da haben wir schon Ziele auf. Ja, unfair Matchmaking made by Wargaming, ne? Schwierigste Map überhaupt für Scouts, weil du hier nirgendwo dich verstecken kannst, wie du siehst. Jetzt habe ich den Turm kaputt. Wunderbar. Ja. Läuft doch. Einsame Spitze. Ja. 9 Panzer tot innerhalb von 3 Minuten. Sehr schön, sehr schön. Legendär. Ja, mehr ist hier nicht drin leider, ne? Weil unfair Matchmaking made by Wargaming. Also die Kombination aus dreierlei Dingen, ne? Die schlechteste Map, die ein Scout bekommen kann, weil du hier so gut wie überhaupt keine Positionen hast, weil du die ganze Zeit auf offener Fläche rumfährst, ne?
Außer jetzt die paar Büsche in der Nähe von der Base oder da in der Mitte. So, Punkt Nummer 2, ich habe ein Noob-Team, das sich innerhalb von 2-3 Minuten komplett weggepusht hat. Ja, und Nummer 1 eigentlich müsste ich das als erstes nennen, der Chieftain im Gegnerteam, ne? Wie man sieht, der hat auch schon seine 3 Kills, wahrscheinlich auch jede Menge Damage. Ja, während mein Heavy sich irgendwann mal komplett zurückgezogen hat und ich alleine die ganze Flanke gedefft habe, ne? Freunde, das Ding war ja schon nach 2-3 Minuten komplett erledigt. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was Wargaming mir da für ein super Team zugeteilt hat. Die Nulli-Dullis auf jeden Fall immer wieder bei mir, ne? 9er TD, gar kein Damage. 9er Autoloader, gar kein Damage. Der Scout so gut wie nichts gemacht. Ja, und der gegnerische Chieftain durfte da massiv aufräumen, ne? Sowohl Kills technisch als auch XP, als auch Damage, als auch Spot Damage technisch, ne? Tja, so hatte der Gegner einen T-Sack. Hatte der Gegner, guck mal, das ist der Autoloader Scout von, ne, das war ja gar kein Autoloader Scout. Ja, das war der Autoloader Scout. Ja. So, insgesamt Pi mal Daumen dasselbe, ne, wenn man das kombiniert nimmt. Ja, wie gesagt, also 2-9er Panzer komplett ohne Damage, das ist schon. Hier haben sie auch nicht viel, ne, wie man sieht, aber das da ist halt natürlich das. Weißt du, da hat der Gegner schon einen Chieftain, ne, dann hast du 2-9er, 2 eigentlich starke 9er, vor allen Dingen auch T-30er mit seinem Turm. Gar kein Damage mit einem T-30er und der Autoloader auch, also das ist schon. Das bricht dir dann halt das Genick, ne. Das ist übrigens der 9er Autoloader vom Gegner. Der hat 2200, 2600 kombiniert. Und der hier hat komplett 0. Ne? Also 2600 hat der 9er Autoloader bei denen. Und der hier hat komplett 0. Und der hier hat auch komplett 0. Der 9er TD von denen, können wir ja mal gucken. Ja, das ist der 9er TD. Naja, ein bisschen was hat er ja gemacht. Ne? 1500. Und der hier hat komplett 0. Also insgesamt haben die 9er von denen, ne, 4000 kombiniert an Schaden und unsere haben komplett 0. Ne, da haben wir das Spiel verloren, ne? Wie gesagt, guckt euch das an, ne? Da und der andere hat auch ja, mehr oder weniger ordentlich, ne, 2600, wie gesagt, wenn du das zusammennimmst, wie unsere haben komplett 0 und die haben 4000 kombiniert. Da haben wir das Spiel verloren, bei diesen 2 9ern Minimum. Ne, so einfach ist das, Freunde. Meine Winrate war heute Morgen sehr gut. Mittlerweile gehe ich Richtung Keller, obwohl meine XP eigentlich ganz in Ordnung sind. Ne? Ist ja nicht wenig XP pro mittlere Runde. Natürlich könnte das ein bisschen höher sein, aber ne?